Willkommen beim Mobitipp TV. Wir sind heute auf Testfahrt mit dem Ottobock Juvo B5 Elektrorollstuhl, der Mittelrad-Version der Juvo-Familie, die es auch nach Wunsch mit Vorderrad- oder Hinterradantrieb gibt. Wir haben uns für den super interessanten und neuen Zentralantrieb entschieden. Zentralantriebe haben ja bekanntermaßen super Vorteile im Innenbereich. Sie sind unschlagbar wendig, man muss nicht rumrangieren, keine Joystick-Akrobatik, wenn man auf der Stelle drehen will. Allerdings bisher gab es immer Schwächen. Wenn man einen Bordstein hochfahren wollte, da drehte schnell mal das Antriebsrad haltlos in der Luft und man hatte sich festgefahren. Und auch im Gelände hatten Zentralantriebe nicht wirklich ihre größten Stärke. Ottobock hat das jetzt super gelöst mit einer hoch ausgeklügelten, intelligenten, mechanischen Einzelradaufhängung der vorderen und hinteren Räder. Die behalten zwar immer Bodenkontakt, aber wenn ein Bordstein da ist oder eine Unebenheit, fahren sie ganz automatisch in die passende Position, um leicht angehoben dann den Rollstuhl darüber fahren zu lassen. Ebenfalls toll hier die optionale Bedieneinheit. Nicht nur schick in Wagenfarbe lackiert, sondern auch mit einem Bedienrad leicht zu bedienen. Technische Features sind eine Bluetooth-Verbindung zum Handy, großes, übersichtliches, buntes Display. Wirklich schön und lässt sich auch mit angenehmer Auflage für den Pantballen super gut fahren. Ein anderes, mich sehr überzeugendes Detail sind die Lampen. Die fährt man sich ja gern mal ab, macht man kaputt, teuer, immer schwierig, sieht Käse aus. Hier ist es per Magnet aufgehangen. Wenn mal was ist, fallen sie einfach runter, werden noch vom Kabel gehalten. Ein Griff, wieder in die Magnethalterung und schon ist alles super. Schäden an den Lampen sind damit echt eine Sache von vorgestern. Natürlich lässt sich der Ottobock Juvo B5 komplett modular anpassen. Sitzeinheit, Sitzverstellung, Fußstütze, Kantelung, alles ist zu haben, ganz wie man es braucht. Also ein Stuhl, der auch für jede Art der Behinderung eine wunderbare Versorgung darstellt.